Herzlich willkommen beim Power Adventkalender 2021 von Cloud Couch Rocks. Hier sind eure Moderatoren Stefan und Tommy. Los geht's! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum 24. Türchen vom Cloud Couch Rocks Power Adventkalender. Stefan, grüße dich! Oh, das ist die Weihnachtsfolge, Tommy! Ja! Aber auch heute gibt es was ganz Tolles. Du hast uns noch was mitgebracht zum 24. Türchen. Es geht um Error, es geht um Fehler. Zeig mal. Genau. Ja, hoffe ich, dass der Demo-Gott bei mir ist. Ich habe gehört, manchmal streikt er oder vielleicht hat er auch gerade mal Besseres zu tun. Verrückte Zeiten. Fehler, genau. Es geht um Fehler, weil manche sieht man, manche nicht. Und ich erzähle euch da eine Kleinigkeit zu. Vielleicht entdeckt ihr ja etwas Neues und ein paar Ideen. So, ich teile Zahlen. Also ich habe eine 1 und teile die durch eine 2 in diesem Fall. Also alles nicht weiter wild. Das Coole ist, ich kann jetzt hier halt beigehen und könnte jetzt hier halt aber diese Zahlen ändern. Ne? Also schön, ja, 1 durch 3. Also im Prinzip, fast ein Mathe-Lernprogramm hier, ne? Total verrückt. Oh. Aber es ist 1 durch 0, du hast doch auch was Mathematisches gemacht, ne? Du warst Ingenieur oder irgendwie sowas, ne? Ja. Mit 1 durch 0 irgendwie, da war was. Ja. Da gibt es ein kleines Problem meistens. Genau. Aber anscheinend ist die App in Ordnung, die kann das ab. Das heißt, ich kann da weitermachen und dann ist alles prima. Kann ich das? Da hast du bestimmt was gezaubert. Nö, eigentlich hier sehe ich irgendwo... Ich sehe eine Warnung. Value Function converted in empty text to a blank value. Stimmt, weil ich mit Zahlen arbeite, ich habe in der Formel, ich zeige das nochmal kurz, ich habe hier einfach drin stehen. Oh, guck mal, ein Fehler. Hey. Ein Ding. Ja, ich habe hier drin stehen, er soll mir den Value aus der Textbox nehmen und dann also 1 durch dieses Value und das Ganze als Text halt dann da reinpumpen. Er sagt mir hier, was habe ich denn hier überhaupt für einen Fehler? Division by Zero. Gucken wir nochmal nach. Nö. Der Fehler ist, das ist ein leeres Textfeld. Das ist, ich versuche da einen leeren Wert reinzupumpen. Das ist ja mein Ding, ne? Komisch. Also irgendwie, das ist ja schon mal wirklich sehr gediegen. Das heißt, ich muss dann da schon irgendwie drauf achten. Das heißt, ich müsste vielleicht im OnChange in der Textbox irgendwie vielleicht validieren, gibt ja eine Validate-Funktion oder ich müsste einfach abfragen irgendwo, was ist so ein unsichtbares Label, was nur sichtbar wird, wenn ich etwas durch Null teile, dass dann da steht, Achtung, das darfst du nicht. Das wäre ein Weg. Ein anderer Weg wäre jetzt mal ein gefühlte 100 Jahre als experimentelles Feature vorhandenes Feature, also das Formula Level Error Management mal einzuschalten. So, das habe ich jetzt einmal an. Und jetzt können wir noch mal gucken, was ich hier tut. Also gehe ich einmal hier rein und gehe jetzt einmal hier auf 1. Gucken wir gleich mal, ob wir da was gewonnen haben. Hier lösche ich im Monitor mal wieder die Daten, um zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier auf 0 gehe. Da passiert nichts. Oh, hier kriege ich jetzt einen Fehler angezeigt. Das ist schon mal cool. Damit kann ich doch schon mal was anfangen. Das heißt, in dem Moment, wenn vielleicht jetzt jemand sagt, Mensch, hier in meinem Berechnungsfeld, da ist auf einmal alles leer, da stimmt was nicht, konnte ich vorher nur sagen, jo, du hast recht, das ist leer. Jetzt kann ich feststellen, oh, es gibt einen Fehler. Division by Zero. Das ist cool. Damit kann ich natürlich jetzt schon mal weiterarbeiten und könnte jetzt mal überlegen, Mensch, wenn das durch Null teilbar ist, dann könnte ich das Ganze ja vielleicht abfangen. Wie fange ich das denn ab? Da gibt es nämlich auch mit dem Feature, was ich soeben eingeschaltet habe, einen neuen Befehl. Der ist eigentlich noch nicht mal wirklich neu. Aber im Rahmen der Vorbereitung auf diese Session, und damit wisst ihr, dass ich den selber noch nicht benutzt habe, ist er mir aufgefallen. Und zwar könnte ich nämlich jetzt einfach hier hingehen und ich lösche jetzt mal das hier raus und ich mache jetzt if error. Was nämlich if error macht, ist den Ausdruck
den ersten Ausdruck auszuwerten und auch auszuführen, wenn es fehlerfrei ist. Und für den Fall, dass ein Fehler passiert, passiert das hier hinten. Und ihr seht es schon, das wird auch ad hoc ausgeführt. 1 zu 2 geht. 1 durch 0 geht nicht und führt zu einem Fehler. Da habt ihr natürlich dann die Möglichkeit, irgendwie gleich auch darauf hinzuwirken, wenn ihr schon wisst, dass irgendwie bestimmte Wertekombinationen, also dass da irgendwo was schief gehen kann in der Rechnung, lasst ihr es einfach auswerten und gebt dann einen Wert zurück, der entsprechend dann funktioniert. Zum Beispiel könntet ihr diese Formel auch nehmen, um damit vielleicht eine Visible-Eigenschaft von einem Label auszuwerten. Das, wo ihr sagt, Division durch 0 geht halt nicht und dann setzt ihr quasi als Ergebnis nicht Fehler, sondern True und schaltet damit zum Beispiel ein Label frei. Jetzt können wir nochmal reingucken, was hier passiert ist. Invalid Operation, Division by 0. 17.14 Uhr und 15 Sekunden, das passt auch, das ist soweit in Ordnung. So, jetzt ist ja dieser Fehler von mir behandelt worden. So, und jetzt zeige ich euch einen kleinen Blogpost, den ich gefunden habe. Und zwar geht es um die App-Error-Eigenschaft. Die ist jetzt seit kurzer Zeit verfügbar. Auch funktioniert dann, wenn ich dieses entsprechende Feature eingeschaltet habe. Und hier heißt es irgendwo, ich habe es jetzt nicht, hier im Text direkt parat, hier drin heißt es zumindest, dass die Fehler, die gepostet werden im Monitoring, dass das alles ein bisschen noisy ist. Das heißt, es werden in Zukunft behandelte Fehler nicht mehr im Monitor sichtbar sein, sondern nur noch unbehandelte Fehler. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal sich diesen Blog anzugucken. Was bedeutet das? Das heißt, dieser Fehler wird jetzt hier nicht mehr auftauchen in meinem Error-Log, weil das Ding behandelt ist. Es wird in Zukunft auch dann, so lese ich das zumindest aus dem Artikel, die Möglichkeit geben, oder vielmehr, man wird darauf hingewiesen werden, auf jeden unbehandelten Fehler oder jede unbehandelte Operation. Wollen wir mal gucken, wie dann tatsächlich die Ausprägung ist. Und genau, das heißt, ich muss mich jetzt im Prinzip, wenn ich diesen Fehler behandelt habe, um die unbehandelten Fehler kümmern. Ja, ihr habt es gerade schon gesehen, app.onError. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. Und zwar gibt es diese hier. Das ist in dem App-Knoten. Gibt es neben onStart auch onError. Das war vor einigen Wochen mal für wenige Tage kurz sichtbar. Wenn man reingeklickt hat, verschwand diese Funktion wieder wie von Geisterhand. Tommy, du wirst dich erinnern. Und ja, da haben wir uns gedacht, Mensch, da kommt doch vielleicht irgendwas Großes auf uns zu. So, was ich nämlich jetzt hier reinmachen kann, ich habe es auch mal vorbereitet, ich kann nämlich jetzt hier einen Trace-Befehl abfeuern. Der dann nämlich etwas für mich tut. So, gehe ich hier nochmal wieder auf einen validen Wert, lösche einmal die Daten und gehe hier wieder auf 0 und gucke einmal in den Monitor und sehe, dass der Fehler halt behandelt wurde und war vermutlich deswegen, oder ich muss es nochmal speichern, einen Moment. Nein, tatsächlich, irgendwie sehe ich diesen Teil jetzt hier nicht, den ich gerade zeigen wollte. Dazu werde ich jetzt einmal den Fehler mal unhandled machen. Dann wird es da liegen. Moment. Und setze jetzt mal hier wieder den ursprünglichen unbehandelten Text rein. Eine Klammer auf, zwei Klammern auf und der ist auch auf. Er zeigt jetzt einen Fehler an, weil aktuell die Rechnung halt noch falsch ist. Ich speichere jetzt einmal. Ja, ich muss mir auch mal die Tastaturkürzel mal, da der
Tommy eine schöne Sendung zugemacht vor ein paar Tagen. Auch nochmal zu Gemüte führen. Ich werde jetzt nochmal bewusst einen Fehler verursachen und dann die On-Error-Eigenschaft einmal demonstrieren. Und hier sehen wir es auch. Jetzt rennt er auch rein. Jetzt ist nämlich hier eine Trace-Message. Das war die, die ich aktiv geschaltet habe. Mit einer Ergebnisinfo, dass ein Fehler an einem bestimmten Element aufgetreten ist. Im Steuerelement App, das ist der Knoten oben und der Eigenschaft on Error. Und hier sehen wir es halt auch nochmal so, dass wir dort einen Division by Zero Error haben. So, das heißt, jeder umwandelte Fehler wird auf jeden Fall jetzt über diese Eigenschaft on Error abgefedert, sodass ich da tracen kann. Und auch da hat der Tommy eine schöne Sendung. Wir haben heute echt Recap-Tag. Eine schöne Sendung zugemacht, wo es darum ging, halt auch um den Trace-Befehl und was ich damit Schönes machen kann. Dass ich nämlich dann im Azure-Monitor mit den Application Insights dort auch dann zentral die Daten mitloggen kann, danach filtern kann. Das heißt, eure App wird produktiv benutzt und alle Fehler, die nicht gemanagt sind, seht ihr, wenn alles gut geht, noch bevor dem Kunden auffällt, dass ein Fehler passiert ist. Das heißt, wenn der Kunde anruft, könnt ihr sagen, ja, wir kümmern uns jetzt schon drum. So, aber auf jeden Fall kriegt ihr dort alle ungehandelten Fehler raus, könnt halt aktiv hingehen und euren Code nachbessern und damit arbeiten. Und ihr könnt aber noch etwas machen, wenn ihr denn möchtet. Und zwar könnt ihr dann da hingehen und an dieser Stelle noch ein bisschen aktiv werden. Und zum Beispiel in OnError beigehen und vielleicht noch eine Notification rausgeben, um vielleicht anzuzeigen, hey Kunde, ich kümmere mich um deine App, irgendwie wir haben es erfasst und bitte ruf mich an. So, bitte benachrichtigen Sie Ihren aktuellen Administrator. Jetzt seht ihr da oben. Alles klar, eine unbehandelte Exception an dem Label 11.text. Das heißt, ihr seht auch genau, an welcher Stelle jetzt der Fehler aufgetreten ist und auch welcher Fehler aufgetreten ist, nämlich ein Division by Zero. Genau, das war auch das, was ich euch einmal zeigen musste, weil ich so begeistert davon war, als ich diesen Blogpost gefunden habe. Ich ziehe mal hier ein bisschen größer. Moment, das war hier. Könnt ihr vielleicht hier euch mal Pause machen, dann könnt ihr euch das schreiben oder hier den Link. Vielleicht kann Tommy den auch nochmal unter dem YouTube-Post setzen. Dann guckt euch das mal an, was da jetzt geht und welche Möglichkeiten daraus erwachsen. Auf jeden Fall wieder ein guter Schritt, wie ich finde, um halt robuste, stabile Apps zu erstellen. Ja. Mehr habe ich dazu eigentlich noch nicht zu sagen. Also im Prinzip, es wird genauso professionell wie jetzt in der normalen Softwareentwicklung halt auch. Man hat in Low-Code, No-Code so auch genau diesen Instrumentenkoffer, Instrumentenkasten, ist ja, glaube ich, so ein Wort, was öfter mal benutzt wurde. Genau. Tommy. Ich finde es fantastisch, dass man jetzt eine zentrale Stelle hat, an der man Fehler abfangen kann und sich überlegen kann, was mache ich damit, logge ich sie nur, benachrichtige ich den Benutzer auch und. Ich will ja nicht wieder mit SharePoint und Correlation-IDs anfangen, aber ich könnte das so machen, dass wenn mir der Benutzer nachher vielleicht einen Screenshot davon schickt und da steht eine ID drin, mit dem Einfügen einer eigenen ID, ich dann auch nachsuchen kann im Application Insights, was ist denn da vielleicht passiert. Also ich finde das super. Ja, Stefan, vielen Dank. Aber auch ein großer Dank geht an euch, also an euch da draußen, die ihr zugeguckt habt. 24 Folgen vom Cloud Couch Rocks Power Advent Kalender mit dem Stefan hier. Und Tommy. War mir eine Riesenfreude. Ja. Ich kann schon mal warten. Das nächste Mal. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Rutscht gut ins nächste Jahr. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt. Ja, genau. Kommentare, ich kann es wieder verkneifen, unten rein. Ja, genau.
Ja, bleibt munter, bleibt fröhlich und ich hoffe und Stefan wahrscheinlich auch, man sieht sich hoffentlich bald in echt mal wieder. Oh, schön. Wir haben ein bisschen Community zusammen. Genau. In diesem Sinne. CloudCode Rocks, ihr Lieben. CloudCode. Hashtag. Macht's gut. Frohes Fest. Guten Rutsch. Tschüss.